Good news. Good news. Hallo alle zusammen. In der Sendung vom Dezember haben wir euch das Projekt Cape 10 näher gebracht und wie versprochen sind wir dran geblieben. Das große Grätzelfest zum Baubeginn findet heute im 10. Wiener Gemeindebezirk statt. Wir haben unsere Korrespondentin Lisa Feller dorthin geschickt. Lisa, was tut sich gerade bei dir? Ja, hallo Erik, hallo. Wir befinden uns heute dort, genau vor dem Ort, wo das Haus der Zukunft stehen wird, nämlich genau dort, wo die Bühne jetzt steht. Es ist schon extrem viel los hier, aber es ist erst das Anfang. Es gibt viele Musiker und ein tolles Programm. Ich freue mich schon. Von Anfang an hat dieses Projekt viele bedeutende Künstler dieses Landes begleitet. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen. Wir wollen in diesem Haus auch ein Community Arts Lab und Center haben. Wir glauben, dass Singen, miteinander basteln, das miteinander kochen, das miteinander malen die Menschen zusammenbringt und verhindert, dass wir Vorurteile haben oder dass die Vorurteile, die wir haben, damit abgebaut werden können. Der Schwerpunkt des Gebäudes liegt auf der Kinder- und Jugendgesundheit. Es wird ein komplettes Zentrum geben, 1500 Quadratmeter mit Kinderärzten, Allgemeinmedizinern. Wir haben Menschen wie David Alaba und andere, die dieses Projekt unterstützen und auch den Jungen Mut machen wollen und dabei sein wollen. Es geht um die Chancengleichheit. Wir wollen den jungen Menschen im 10. Bezirk, aber auch in ganz Wien, die gleichen Chancen geben. Das heißt, wir wollen sie fördern. Es gibt so viele begabte Kinder in dieser Stadt, die nicht sozusagen oft nicht die Chancen haben, ein gelungenes Leben zu leben. Ich werde jetzt nicht alle Sponsoren und Unterstützer hier einzeln aufzählen. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken, so wie Sie da stehen, und möchte eines hier noch einmal dazu sagen. Was dieses Projekt von anderen Projekten auch unterscheidet: Wir haben keine Förderung vom Bund, wir haben keine Förderung der Stadt. Wir haben bewusst den harten Weg gewählt. Wir haben gesagt, wir wollen als Zivilgesellschaft mit der österreichischen Wirtschaft das machen und keine öffentlichen Förderungen machen. Umso mehr alle, die Sie hier sehen, ohne die wäre das alles nicht möglich gewesen. Vielen Dank, dass Sie heute Abend gekommen sind, dass Sie mit uns ein Zeichen gesetzt haben. Kommen Sie zu allen anderen Dingen, die wir machen. Und vergessen Sie nicht, tragen Sie Ihren Menschen, dass alle Menschen die gleichen Chancen verdient haben. Letztendlich geht es um die Würde des Menschen. Und lasst uns wieder ein bisschen mehr menschlich sein, ein bisschen mehr Güte zeigen und ein bisschen mehr Solidarität. Und ich wünsche Ihnen noch einen ganz, ganz, ganz geilen Abend. Dankeschön, Professor Siegfried Merin, danke vielmals. Er ist auch derjenige, der eben die Idee hatte, heute beim Grätzelfest von Cape 10 ein Benefizkonzert zu geben, um eben noch einmal auf dieses wunderbare Projekt aufmerksam zu machen. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank. Und er wird eben mit dem Ensemble Percussive Planet spielen, einer Truppe von 20 Künstlerinnen und Künstlern, die ihn am Schlagwerk unterstützen. Bitte begrüßen Sie mit mir mit einem großen Applaus Martin Grubinger. Sigi Merin hat mir vor einem Jahr von dem Projekt erzählt. Ich bin ja Westösterreicher, ich wusste es nicht. Und er hat mir das mit seiner ganzen Leidenschaft erzählt und ich war begeistert. Ich habe ihm zugehört. Und diese Begeisterung und Leidenschaft, die hat sich gleich so übertragen, dass wir dann beschlossen haben, wir machen hier zur Bauplatzeröffnung, wenn es hier losgeht, ein Konzert. Und ja, wir haben wahnsinnig schönes Wetter, großes Glück, es ist trocken, die Instrumente sind bereit. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir jetzt Musik machen dürfen.
noch näher am Geschehen sind. Also wir sind noch näher am Haus der Zukunft. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich großartig. Das hier ist von der Traum von Cape 10 ist wahr geworden. Zuerst war es nur ein Traum. Jetzt ist es wahr, wir stehen hier genau auf dem Baugrund, wo das Gebäude wachsen wird und entsteht. Wir haben einen Weltstar, der hier spielt, Martin Grubinger, der spielt in Las Vegas und sonst ein Weltstar. Und das Spiel, und wenn du schaust, da sind 1500 Leute gekommen, um mit uns dieses Fest zu feiern. Und hier wird es hin und schau diesen Abend, du bist da, alle sind da, es ist super, ich fühle mich riesig. Ist es schwer für Sie, Menschen zu finden, die Ihnen bei diesem Projekt helfen? Es gibt zwei Arten von Menschen. Bei dem Projekt waren viele, die haben die ganze Zeit zu mir gesagt, toi, 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 alles wird gut und haben nichts gemacht. Und dann gibt es Menschen wie dich und alle anderen, die hier sind, die gesagt haben, wir helfen dir und wir machen was mit dir. Und es sind ganz toll. Und das ist alles nur möglich, weil so viele mithelfen. Alleine kannst du sowas nicht machen. Ich hoffe auch wir, also Kids Media, ich hoffe auch wir, Kids Media House, können Ihnen helfen. Viele junge Menschen werden unsere Reportage schauen und somit von Ihrer Initiative erfahren. Danke fürs Interview. Ich danke und ich freue mich, dass wir weiter zusammenarbeiten werden. Mal Dankeschön für diese Performance und Show. Vielen Dank. Danke, es war echt schön. Danke vielmals. Ja, uns hat es Freude gemacht. Wir haben es so genossen hier am Platz. Und ich hoffe, dem Publikum auch. Aber ich denke schon, oder? Hast du Spaß gehabt? Ja, also mir hat es gefallen. Super, super. Das freut mich. Ja, wir haben, ich denke, auch ein schönes Programm gemacht. Und es war so schön, man hat dann die Sonne untergesehen. Und es ist so ein tolles Projekt vom Siegfried Mehrin. Ich glaube, hier wird was Besonderes entstehen. Und wenn wir mit der Musik heute ein bisschen gut Vibrations hier auf den Bauplatz bringen konnten, dann haben wir unser Ziel erreicht. Okay, dann kommen wir gleich zu diesem Projekt. Was bedeutet für Sie Cape 10? Ja, ich bin der Meinung, das ist exakt das perfekte Projekt hier für diesen Ort. Ich meine, das ist ein tolles Projekt, das uns allen vermittelt, wie wichtig soziale und kulturelle Teilhabe ist. Wie wichtig es ist, dass wir gute medizinische Versorgung haben, dass wir gute Kindergärten haben, Schulen, dass die Kids und die Jugendlichen Musik machen können, dass sie hier aufleben können, dass sie sich hier wohlfühlen können, dass sie das Gefühl haben, hier dazuzugehören. Das ist ja das Entscheidende. Ich lebe am Land, in einem kleinen Dorf. Und oftmals habe ich immer das Gefühl, dass wir in gewissen Dingen einfach abgehängt sind, dass wir kein Konzert besuchen können, dass manche nicht ein Musikinstrument lernen können, dass manche nicht mal einen Musikunterricht in der Schule haben und dass manche nicht singen können, tanzen können oder irgendwas Kreatives machen können, weil sie nicht dazugeführt werden, weil die Eltern vielleicht keine Zeit haben oder damit nie sozialisiert und in Berührung gekommen sind. Und das hier ist das perfekte Projekt, um den Leuten zu sagen, wir sind für euch da. Danke für das Interview. Sehr. Warum sind Sie zu diesem Fest gekommen? Also mein Vater ist ja der Initiator und als er mir von dem Projekt erzählt hat, war ich einfach so begeistert von der Idee, dass er für junge Menschen einfach so wie mich und meine Freunde etwas kreieren kann, wo Leute, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, in der Schule so viel ihre Fähigkeiten zu entwickeln, einfach hier weitermachen können und mehr lernen können. Und deswegen bin ich auch hier mit meiner Familie, um das zu unterstützen. Was bedeutet für Sie soziale Unterstützung? Das bedeutet, Leuten zu helfen, denen es nicht so gut geht, wie mir oder wie anderen oder generell wie allen anderen und auch sie zu unterstützen in den Feldern, in denen sie begabt sind, weil jeder Mensch hat eine Begabung und es ist es wert, das zu unterstützen, weil das macht dann unsere ganze Gesellschaft besser. Hans Janusek und Lisa Feller, speziell für Good News bei Cape 10 Baustelle. Erik. Danke, Lisa. Das war sicherlich ein großartiges Fest. Wir werden euch über die weitere Entwicklung des Projektes auf dem Laufenden halten. Good News.